Frau von Storch die nächste Frage stellen. Ja, danke sehr, Herr Präsident. Am 31. Mai 2016 hat der Bundestag eine Resolution verabschiedet, Gedenken und Erinnerung an den Völkermord an Armeniern und anderen christlichen Minderheiten. Jetzt war die Frau Bundeskanzlerin gerade in Armenien, hat einen Kranz niedergelegt, aber den Völkermord als solchen nicht bezeichnet. Deswegen meine Frage ist, war die Verfolgung und Ermordung von den Armeniern und den anderen christlichen Minderheiten mit bis zu 1,5 Millionen Toten nach Ansicht der Bundesregierung ein Völkermord im Sinne der UN-Völkermordkonvention? Für die Konvention ist das Auswärtige Amt zuständig. Deswegen würde ich den Herrn Kollegen Staatsminister bitten. Ja, Frau Kollegin, Sie haben hier die Resolution genannt und zitiert. Das ist der eindeutige Wille und die eindeutige Positionierung des deutschen Parlaments. Und diese Positionierung ist der Bundesregierung bekannt und die hat sie auch im Ausland jeweils als Positionierung des Deutschen Bundestages kommuniziert. Danke sehr. Die nächste. Frau Kollegin, es ist immer so bei Fragen und Antworten, der Fragesteller ist frei zu fragen und der antwortet, ist frei zu antworten. Die nächste Frage stellt der Kollege Graf.